Energiewende, was nun? Und Realwirtschaft, Geisel der Finanzkrise. Das waren die heiß diskutierten Themen bei der diesjährigen Topic of the Year-Debatte. Die Topic of the Year ist eine Veranstaltung, von den Frankfurter Finanzjournalisten organisiert wird. Die vergeben ja einmal im Jahr den Preis European Bank of the Year. Und dann fanden wir das als eine gute Idee, dass wir auch die wichtigen Themen des bevorstehenden 12 Monate diskutieren. Das verstehen wir unter Topic of the Year. Der Hauptredner Robert Köhler ließ scharfe Kritik an der deutschen Politik. Denn dass die Energiewende mit der Abschaltung der Atomkraftwerke präsent ist, ist bekannt. Doch keiner weiß, wie es weitergehen soll. So diskutierte Köhler mit Vertretern von beispielsweise Siemens und BMW. Ja, das ist die Tatsache, dass wir eigentlich keine ausgearbeitete Energiepolitik haben. Wir haben zwar die Energiewende verkündet und haben Kernkraft abgestellt oder werden sie abstellen, haben 8000 Megawatt vom Netz genommen, wissen aber noch nicht, wie wir es ersetzen und wie die ganze Struktur ausgeht. Das war mit ein Thema und Energiewende ist okay, aber sie muss wettbewerbsfähig sein. Aus der BMW Group war Vorstandsmitglied Klaus Dräger mit auf dem Podium. Und auch wenn seine Firma viel in Forschung und Weiterentwicklung von Elektroautos investiert, sieht er darin nicht die Zukunft. Lassen Sie mich mit einem Blick in die Vergangenheit starten. 2008 hatten wir noch 208 Gramm CO2 mit unseren konventionellen Fahrzeugen. Heute sind wir bei 151 Gramm CO2 und die Reise geht weiter. Aber im Jahr 2020 werden wir auch, wenn wir das Programm der deutschen Bundesregierung erfüllen, mit 1 Million Elektrofahrzeuge noch eine Vielzahl von klassischen Fahrzeugen mit Benzin- und Dieselmotoren haben. Und um dann 95 Gramm CO2 zu erreichen, müssen wir auch die Diesel- und Benzinmotoren, die es dann immer noch geben wird, weiterentwickeln. Laut Podiumsredner würde die Energiewende rund 250 bis 300 Milliarden Euro kosten, was entweder der Verbraucher oder die Unternehmen zu zahlen hätten. Unter dem zweiten Hauptthema Realwirtschaft, Geisel der Finanzkrise, setzten sich die Redner außerdem mit dem aktuellen Marktumfeld auseinander und diskutierten über innovative Finanzinstrumente. Es bleibt spannend zu beobachten, welche Möglichkeiten die Zukunft bringt und welche Rolle die Banken annehmen werden. Eine Zukunftsprognose wollte zum jetzigen Zeitpunkt keiner der Redner geben.